Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Eine Ritterfigur. Eines seiner Spielzeuge. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Hugo, wo bist du? Lass mich gehen! Er ist hier! Oh Gott sei Dank! Hör auf zu brüllen! Wo
Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Ha, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lach nicht. Dafür werdet ihr bezahlen. Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hugo, ich muss ihn da rausholen. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Sieh mal, Hugo. Eine Blume. Das ist eine Narzisse. Willst du sie? Aber gerne. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Ich hatte Angst, Hugo. Ich auch. Aber jetzt ist es vorbei. Madame Narzisse wird auf uns aufpassen. Ja. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr?
Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ihr habt mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Vielleicht dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des hohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab.
Großinquisitors wird wohl. Schon wieder? Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Alles still. Wird unbeschadet überstehen. Ich darf nicht zerbrechen, nicht. Vorsicht! Da unten. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Ich habe keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Ganz sicher! Vergiss es! Thank you.
sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und... Mein Kopf! Psst! Ja. Leise! Zur Hölle! Lama, wo bist du? Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn! Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Sehen. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter! Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des die Papstes prima ist... Prima Mann. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Na dann. Prima Macula. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der die sie zähmt, Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Was war das? Da, das sehe ich mir genauer an. Was? Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Thank you.
Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Was war das? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Moment, was ist das? Tja, da ist nichts. Nichts. Ich sollte mich beruhigen.
mein Garten. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Herr Nikolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert. Oh nein, woanders lang, schnell! Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Sagt mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Dann hat er denn nun schon wieder. Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein! Ihr werdet alle zur Hölle fahren, ihr und eure verfluchten Ratten! Da ist etwas, da bin ich mir sicher. Ich gehe nachsehen. Niemand in Sicht. Naja. Hey! Das kann nicht sein, oder? Nun denn, sehen wir nach.
ist der. Ihr geht Mama holen. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen. Wir können nicht weg. Glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Magistra Deru. Ja, redet zum mit letzten Mama. Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los. Geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun denn. Ich muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Dame. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht.
Käfige. Laternen! Sie mögen keine Laternen! Oh, es funktioniert! Kusch! Siehst du, Amicia, Mama wird... Au, mein Kopf! Hört auf zu schreien! Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Thank you.
geschafft, ganz allein. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Hand. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Sehr gut. Siehst du? Das Dokument und dann nichts wie raus. Eine Wache! Wir können sie loswerden. Mit den Ratten. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Nico, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe. Du hast sie gefunden. Oder ich werde langsam verrückt. Versperrt. Suchen wir weiter. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's.